Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wir machen es weiter mit der Seite 155. Wir haben letztes Mal also die Lam al-Shamsiyya und die Lam al-Qamariyya, die Mond- und Sonnenbuchstaben. Also wir haben gesagt, Lam al-Qamariyya, also die Lam wird ausgesprochen, und wenn nach dem Lam ein Sonnenbuchstabe, einer von den Buchstaben kommt, dann diese Lam wird nicht ausgesprochen, und die hat unbedingt ein, und diese Buchstabe hat ein Verdopplungszeichen. Danach haben wir also einfache Wörter miteinander verbinden, wie die zusammenkommen, zum Beispiel also Stift, Al-Qalam, As-Saghir, Al-Qalam As-Saghiru, also Stift, Al-Qalam As-Saghir, der Kleine, und zusammen sagt man Al-Qalam As-Saghiru. Das ist wie einfach Wörter auf Deutsch miteinander verbinden, also die zusammenpassen. Hier gibt es nicht so viel Regeln, nicht so viel Grammatik. Und man hat auch, wenn man zwei Wörter, die undefiniert, also ein Wort, also Substantiv und ein Adjektiv, die nicht definiert sind, dann schreibt man die Alef und Lam am Anfang nicht. Und wenn man die definieren will, dann muss man die Alef und Lam am Anfang schreiben. Also hier und hier. Und muss man auf die Endvokalzeichen achten. Bei undefinierten Wörtern gibt es immer verdoppelte Vokalzeichen bzw. ein Tanwin, entweder Bamma oder Fatha, Fathatain oder Kasratain. Muss man darauf achten. Also, und wenn man die Wörter definieren, also mit Alef und Lam, gibt es am Ende diese Vokalzeichen nicht, sondern nur die Einzelvokalzeichen bzw. beziehungsweise Bamma oder Fatha oder ein Kasra. Also das ist die Linie unserer Buchstaben hier. Also ist, das ist nicht so schwer. Und wir haben ein bisschen Grammatik gemacht, also Mubtada und Khabar, beziehungsweise die Nominalsätze. Und wir haben gesagt, dass in arabischer Sprache gibt es eine Art von den Sätzen, die man ohne Verben schreibt. Also Al-Kitabu Jamilun, das Buch ist schön. In Deutsch enthält dieser Satz ein Verb, der ist also. Aber in Arabisch gibt es kein Verb, sondern man sagt, dass das ein Nominalsatz ist. Al-Kitabu Jamilun. Und Al-Kitabu haben wir das Mubtada genannt. Mubtada von Bada'a, also Stammwort ist Bada'a. Und Bada'a ist das Verb, oder mit dem man etwas anfängt, also Anfang, Al-Mubtada. Das kommt immer am Anfang, Al-Mubtada. Jamilun ist, also grammatisch heißt es, die Prädikat, und das beschreibt oder das gibt eine Nachricht über unser Substantiv beziehungsweise wie das aussieht. Wie sieht etwas aus? Wie sieht das Buch aus? Das Buch ist schön. Al-Kitabu Jamilun. Al-Kitabu Jamilun. Al-Babu, also die Tür ist groß. Und alle sind Nominalsätze. Und wie gesagt, Mubtada kommt am Anfang, und Khabar kommt immer nach dem Mubtada. Und der Mubtada ist definiert und Khabar ist nicht definiert, Nakira. Also Al-Mubtada Mu'arraf oder definiert, Al-Khabar ist nicht definiert. Also definiert heißt am Ende beendet mit einem Dhamma, und nicht definiert mit zweimal Dhamma.
Und wenn man zwei Personen hat oder Mehrheit, Plural, dann ändern die Vokalzeichen sich zur Buchstaben. Und das sind die Zeichen von diesem Kasus, Al-Mubtada und Khabar. Also die Vokalzeichen ändern sich zu Buchstaben. Im Zweiform und Nominativ, also nicht Dativ oder Akkusativ, sind die Vokalzeichen die Bamma und zweimal Bamma. Und im Zweiform, also Alif, und in Mehrheit Wow, und danach kommt ein Alif, heißt Alif al-Tafriq. Diese Alif ist Alif al-Ithnain, Alif der zwei Personen, und Wow ist Wow der Plural. Und in andere Kasusen, die wir bis jetzt noch nicht gehabt, die Alif ändert sich zu Ja, und die Wau und Alif ändern sich zu Ja und Nun. Also die Vokalzeichen in Akkusativ und Dativ sind entweder einmal Fatha, also in Akkusativ, oder zweimal Fatha, oder einmal Kasra und zweimal Kasra. Und die Fatha und Kasra ändern sich zu Ja und Nun, je nachdem, was wir von Anzahl der Substantive haben. Also ein Person oder zwei Personen oder Mehrheit. Entschuldigung, zwei Personen oder Mehrheit. Und zum Beispiel Al-Kitabu Jamilun, das Buch ist schön. Im Zweiform Al-Kitabani Jamilani, die zwei Bücher sind schön. Also diese Alif und Nun, das ist ein Zeichen für zwei Personen oder zwei Sachen. Also X2. Und das ist aber nur, wenn das Wort also eine regelmäßiges Wort ist, also beziehungsweise im Plural, man macht nur ein Wow am Ende. Zum Beispiel die Mehrheit von Al-Kitabu heißt Al-Kutubu. Und das heißt, es bricht den Regel. Al-Kutubu musste man eigentlich Al-Kutubuna schreiben, aber sowas gibt es nicht in arabischer Sprache. Deswegen heißt es Jamu Taksir, Plural, der den Regel bricht. Zu viel, aber das ist nur eine Erklärung am Anfang. Und wir haben Seite 154 Aufgabe gehabt für diejenigen, die das Buch zu Hause haben. Al-Waladu Bashushun, Al-Kitabu Jamilun, Al-Qalamu Sagirun, Al-Jaru Karimun, Al-Tilmidu Mujtahidun, Al-Tiflu Zakiyun, Al-Babu Kabirun. Wir machen es weiter mit der Seite 155. Also die Hada. Auf Arabisch heißt es Zeigewort, also man zeigt auf etwas und sagt, das ist etwas. Also Hada, Hada. Und hier, wir haben früher gelernt, dass hier ein kurzer Alif gibt und deswegen dieses H wird lang ausgesprochen, also Hada, Hada. Man zeigt auf einem Buch und sagt, Hada Kitabun. Das ist ein Buch. Und wieder, dieser Satz enthält kein Verb, das ist ein Nominalsatz auch. Hada Kitabun. Die Vokalzeichen. Also diese Alif kann man drauf verzichten, aber am Anfang schreibt man lieber die, also ist besser, wenn man die schreibt, damit man versteht, dass hier diese H lang ausgesprochen wird. Hada Kitabun. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Also Hada, was?
Nee, nicht was, Entschuldigung. Das. Und die Frage ist also, wie man benutzt diese Satz oder dieses, das heißt auf Arabisch, Ismul Ishara, Ism, Substantiv, Ishara, zeigen, oder zeige Substantiv sozusagen, oder zeige Nomen. Mahada. Und die Frage also ist, Mahada. Wenn man eine Frage dafür machen will, dann sagt man Mahada. Was ist das? Mahada. Die Vokalzeichen. Mahada. Also das ist die kurze Alef, die hier. Mahada. Fragezeichen nicht vergessen. Zum Beispiel, ich habe eine Tür. Und hier kurz zu achten, Hava verwendet man nur mit den Namen, die in maskulin Form sind. Also Kitabun ist maskulin. In arabischer Sprache gibt es kein neutral bzw. einen Namen oder ein Substantiv, der das als Artikel nimmt. Gibt es sowas in Arabisch nicht? Entweder also der oder die. Und für der, also der ist maskulin, für der benutzt man hada. Der hada, also am Ende beendet mit einem Alif, und die benutzt man hadihi. Ein H. Vokalzeichen, H wie hi. Also hier haben wir ein H, gebundene H. Das ist ein Zeichen für Feminin. Aber wir machen jetzt nur das Teil, also mit Maskulin. Wie gesagt, Buch, also ein Buch ist neutral in deutscher Sprache, aber in Arabisch ist Feminin. Und man erkennt die Namen oder die Substantive, die in Feminin sind, in arabischer Sprache durch die Endung. Die maskulinen Namen haben keine gebundene Ta am Ende. Also das haben wir gelernt. Also die Ta kann man entweder so schreiben, so oder so. Und die Namen, die damit beenden, sind in femininen Form. Und man benutzt diese Form, also von Zeigenamen oder Zeigesubstantiv, Ismul Ishara, hadihi. Die anderen Beispiele, zum Beispiel Babun. Babun auf Deutsch ist die, aber in arabischer Sprache Babun ist maskulin, weil das beendet nicht mit dieser gebundenen Ta. Also Babun, man sagt, Hada, das ist eine Tür. Hada Babun. Hada, kurze Alif, Hada Babun. Das ist eine Tür. Weiteres Beispiel. Kalamun. Kalamun ist maskulin, auch weil, wie gesagt, muss man auf diese Endung achten. Man sagt auch Hada Kalamun, die Vokalzeichen. Hada Kalamun. Hada Kalamun. Das ist ein Stift. Das ist ein Stift. Beitun. Also aufpassen, Baitun endet mit Ta, aber keine gebundene Ta. Die Voraussetzung, dass eine Nomen in femininen Form ist, ist diese Ta, und die muss unbedingt gebunden sein. Also hier.
Nicht hier. Bayton endet mit ein Ta, aber die ist nicht gebunden. Bayton, also das heißt, das ist Bayton ist maskulin und man sagt Hada Bayton. Das ist ein Haus. Hada Bayton. Die kurze Alef nicht vergessen. Weiter auf der Seite 156, also weiteres Beispiel oder weitere Beispiele. Masjidun. Also hier müsst ihr richtig die deutsche Grammatik vergessen oder die Artikel. Masjidun ist in deutscher Sprache also feminin, aber in Arabisch ist maskulin. Man sagt Hada Masjidun. Hada Masjidun. Also die Moschee, das ist eine Moschee. Wie gesagt, das ist Maskulinum. Hada, weiteres Beispiel. Also Hada immer Kamarun. Und wieder auch Hada Kamarun. Das ist ein Mond. Ein Mond. Hada Kamarun. Hada Kamarun. Kamarun, Mond. Halbmond oder Kamarun. Hada Hatifun. Neues Wort. Hada. Hatifun. Hatifun. Hatha Hatifun. Hatifun ist Telefon. Also das ist ein Telefon. Hatha Hatifun. Telefon, Telefon, das ist ein Telefon. Hada Miftahun. Das ist ein oder dies ist ein Schlüssel. Dies oder das ist ein Schlüssel. Hada Miftahun. Hada Miftahun, dies ist ein Schlüssel oder das ist ein Schlüssel. Ma hada, hada Miftahun. Auf der Seite 157, also einfach das Wort hada vor dem Wort her schreiben, also hada Kitabun, die gleiche Beispiele. Hada Babun, hada Qalamun. هذا تلميذ also جار بيت مسجد هاتف مفتاح. Alle diese Wörter beenden nicht mit eingebundenen Ta, das heißt die sind maskulinum und die müssen den Zeigesubstantiv هذا haben. Es gibt auch weiteres Platz zu üben, also mit Bildern, damit man es richtig verstehen kann. Also erstes Bild ein Buch, hada kitabun. Zweites Beispiel muss man malen, hada masjidun und so weiter. Also es geht so weiter. Und wie gesagt, nur am Ende, also muss man erstmal am Ende des Worts anschauen, also schauen, ob das gebundene Ta entweder so oder so enthält. Dann entscheidet man, ob das Maskulinum oder Feminin ist. Hada Miftahun. Es geht weiter mit
der Frage, was ist das? Auf der Seite 151. Mahala. Also wir haben erstmal die Antwort gehabt und jetzt haben wir die Frage, also umgekehrt eigentlich. Mahala. Was ist das? Ma hada? Ma hada? Das ist ein Fragewort oder eine Frage, die in dem man nach der Sachen, die in der Nähe sind, fragt. Also zum Beispiel, ich habe ganz vorne von mir ein Buch und ich frage, ma hada? Was ist das? Weil wenn man eine Sache, die in fern ist, muss man ein anderes Substantiv, also Zeigesubstantiv benutzen. Hier haben wir die Sachen, die man nah hat oder ein Bild davon hat. Deswegen benutzt man dieses Form, ma hada, was ist das? Auf der Seite 161 gibt es ein Bild, also das ist eine Moschee und Moschee auf Arabisch heißt Masjidun. Masjidun, am Ende gibt es kein Ta-Marbota oder so. Die Vokalzeichen Masjidun. Und wenn ich frage, dann frage ich ma hada. Also die Endung ist ein Alif von Hada. Und die Antwort ist also Hada Masjidun. Ma Hada, Hada Masjidun. Hada Masjidun. Das ist eine Moschee. Das zweite Bild ist ein Buch, also Kitabun. Kitabun. Und die Frage ist, also ma hada? Ma hada? Also Kitabun. Und die Antwort ist hada Kitabun. Einfach üben, dann lernt man, welche Substantive man benutzen soll. Und die Regel ist also, man guckt am Ende des Wortes und ob man die gebundene Ta sieht oder nicht, oder hat oder vorhanden hat oder nicht. Dann entscheidet man, ob dieses Substantiv maskulin oder feminin ist. Wenn das maskulin ist, dann benutzt man hada. Und wenn das feminin ist, dann benutzt man hadihi. Hada, hadihi. Weiter auf der Seite 162. Also es gibt ein Haus, ein Bild von einem Haus. Haus war Bait und wie gesagt, das endet mit einem Ta, aber keine gebundene Ta. Baitun. Und die Frage ist also ma hada? Ma hada? Die Antwort ist also hada Baitun. Hada Baitun. Weiteres Beispiel, also Hatifun, Telefon. Hatifun.
Und man sagt ma hadha, also die Frage ma hadha, und die Antwort ist hadha hatifun, hadha hatifun. Man merkt schon, also dass fast alle Wörter wiederholen sich. Zum Beispiel, nächstes Beispiel ist babun. Ma hadha, hadha babun. Hadha babun. Babun. Also immer die Frage nicht vergessen. Ma hadha. Übrigens, wenn man auch eine feminine Sache vorhanden hat, kann man auch diese Frage benutzen. Also ma hadha, was ist das? Also wie Deutsch, also gibt es keinen Unterschied. Aber in Antwort muss man das unterscheiden. Also ob das feminin oder maskulin ist. Man sagt hadha baytun, hadhihi madrasatun, das ist eine Schule, also hadhihi madrasatun. Und so weiter. Ein weiteres Beispiel, also Qalamun, Stift, ein Stift. Ma hadha, hadha Qalamun. Und weiteres Beispiel, Miftahun, eine Schlüssel oder die Schlüssel. Ma hadha, hadha Miftahun, ein Schlüssel. Jetzt auf der Seite 163 hat man ein anderes Art von dem von den Fragen, und entweder die Frage fängt an mit einer Hamza, oder, und das ist gleich wie Frageswort hell. Und diese Art von Fragen benutzt man, wenn man in zum Beispiel in die deutsche Sprache, ich habe ein Buch vor mir, das ist, das ist ein Buch. Wenn ich fragen, was wenn ich fragen will, was ist das, also ein Buch, oder ich will eine, wie heißt es, diese sicher gehen, was das ist, also das, man kann dieses Verb nach vorne bringen, dann man hat hier eine Frage, also ist das ein Buch? Wir haben hier eine Frage, also das ist, muss groß geschrieben werden. Ist das ein Buch? In arabischer Sprache benutzt man entweder diese Alef am Anfang oder hell, und die vorige Form, also von Zeigewörter, ahada, ahada, zusammen muss, das muss zusammengeschrieben, also ahada kitabun, ahada kitabun. Ist das ein Buch? Die Antwort also kommt normalerweise Nam, Hava Kitabun. Hava Kitabun. Nam gibt's Moment, ja, gibt's schon. Also Nam, Hava Kitabun, ja, das ist ein Buch. Nam, Hava Kitabun. Ja, das ist ein Buch. Also entweder benutzt man diese Alif, oder man benutzt eine andere Frage vor. Hal hadha kitabun? Ist das ein Buch? Hal hadha kitabun? Naam, also gleiche Antwort. Naam hadha kitabun. Hal hadha kitabun? Wir haben also zwei Fragewörter, oder das heißt, diese Alif heißt Hamza tu istifham, also Hamza der Fragen oder des Fragen. Hal ist ein Fragewort. Hal hadha
Qalamun. Ein anderes Beispiel. Ahada Qalamun. Ist das ein Stift? Ahada Qalamun. Man kann auch andere Fragewort benutzen. هل هذا قلم؟ هل هذا قلم؟ Also man hat entweder die Antwort نعم, also ja, هذا قلم, oder la. La. Und wenn man es weitermachen, also هذا ليس قلما, قلم قلم, هذا ليس قلم, ليس العلم. Die Vokalzeichen. نعم نعم هذا قلم. لا هذا ليس قلم. هذا ليس قلم. قلم. Also nach oben. Okay. Das ist die, also steht nicht im Buch. Diese zwei, wie gesagt, zwei Fragewörter oder Fragebuchstaben sozusagen, haben gleiche Bedeutung, ist. Also wenn man das Verb vor der Substantiv in deutscher Sprache schreibt, dann hat man eine Frage, und in arabischer Sprache benutzt man dafür entweder diese Hamzatul Istifham oder Hal Ismul Istifham, also Fragewort. Hal. Ist das ein Stift? Ja oder nein? Je nachdem, was wir haben. Das reicht für heute, also als Unterricht. Ich habe ein paar Seiten vorbereitet für das Test. Wer mitschreiben will, kann das jetzt gerne machen, und das dauert ungefähr 10 Minuten. Erste Frage hier, Buchstaben verbinden, die sind getrennt, das ist ein Wort, also muss man einfach miteinander verbinden, es gibt genug Platz dafür. Also erstes Beispiel, ich kann das schreiben, Quranun, einfach miteinander verbinden, aber richtig verbinden. Die zweite Frage, das sind Wörter, und ich brauche von euch, dass ihr die einzelnen Buchstaben hier schreiben. Also aus welchen Buchstaben besteht dieses Wort oder dies. Und die dritte Frage, also die Namen von den Zahlen auf Arabisch, also nur die Ziffern, also schreiben. Ich schreibe واحد, اثنان, ثلاثة. Einfach die Ziffern schreiben, falls jemand das im Kopf hat. Und die letzte Frage ist, Wörter miteinander verbinden, was passt zusammen? Kitabun, also das haben wir alle, diese Beispiele gehabt. Kitabun, Jamilun, also das erste. Es geht so, einfach Kitabun, Jamilun miteinander verbinden. Und so weiter. Also was passt zusammen?